Ja, Leute, willkommen zurück zu Mass Effect 2. Beim letzten Mal waren wir auf Tarit unterwegs, haben ein paar Bloodpack-Söldner und ein paar Klixen ausgeschaltet und haben herausgefunden, dass sich im Würgeschlund im Xechar-System auf dem Planeten Sadaban eine Bloodpack-Basis befinden soll. Und die werden wir jetzt infiltrieren, wäre das falsche Wort. Ich glaube, wir nehmen sie auseinander. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das, wie immer, wenn Shepard irgendwo zugegen ist, ein kleines Massaker werden könnte. So, erstmal tanken wir noch schnell auf. Haben wieder 120.000 Credits. Und ich habe eigentlich ehrlich gesagt immer noch nicht nachgeguckt, ob wir irgendwo was vergessen haben. Wir finden auf jeden Fall auf zwei Nebenmissionen noch ein paar Gegenstände oder ein paar Upgrades. Würgeschlund da hinten. Bloodpack-Basis zerstören. Ist jetzt sogar eine offizielle Quest geworden. Schön. Gefällt mir. So. Xechar, hier sind wir schon richtig. Und Sadaban auf dem ersten Planeten. Anomalie geortet. Scans zeigen eine behelfsmäßige Basis auf der Planetenoberfläche. Die bei der Kommunikation benutzten Protokolle entsprechen denen des Bloodpacks. Zahlreiche Lebenszeichen geortet. Watcher-Signaturen. Ressourcen in der Basis sind Komponenten zur Waffenherstellung. Das müssen wir unterbinden. Kroganer mit Waffen sind grundsätzlich nicht gar so gut. Außer sie kämpfen für einen. Dann schon. Diese Animation sieht immer noch aus, als würde das Raumschiff durch die, oder das Shuttle durch die Gegend hüpfen. Komm, Grunt. Und Kazumi. Grunt und Kazumi. Mit euren Waffen dürfte alles stimmen. Ich bin da einfach mal hoch. Ich bin da einfach mal optimistisch. Basis. Ihre Zerstörung würde möglicherweise zur Abschaltung der gesamten Anlage führen. Na dann. Wollen wir mal. Erstmal wieder Kryomuni drauf. Bisschen an der Wumme rumschrauben und schon geht das. So, du bekommst die Disruptor-Muni. Ja, Grunt, du läufst ja wohl bitte mit der Schrot rum. Und mit der Brandmuni. Wechseln Sie! Wobei Brandmuni wahrscheinlich klüger ist auf dem Sturmgewehr. Kapiert. Kapiert. Sieht auch cool aus, oder? Hast du jetzt die Brandmuni trotzdem drauf? Nö. Jetzt. Alles cool. Datenpad. Geht ja gut los. Kalusk. Sie bekommen Ihre Ressourcen, wenn alles bereit ist. Oder wollen Sie selbst danach graben? Alles wird für den Angriff vorbereitet sein. Wenn Sie mir die zusätzlichen Watcher wie angefordert besorgt hätten, wäre die Sache längst erledigt. Salamul. Hab irgendwie das Gefühl, wir kämpfen hier gegen Kalusk. Nur so eine Vermutung. Weil Salamul war beim ersten Teil dieser Mission unser Gegner. Und an diese Mission kann ich mich jetzt tatsächlich erinnern. Die meinte ich auch, als ich in der letzten Folge sagte, ich könne mich dran erinnern. Da meinte ich diesen Teil mit der, mit dem ziemlich epischen Mineneingang hier, ein paar Wasserfällen und einer ziemlich tiefen Schlucht. Sieht schon geil aus, um es mal milder auszudrücken. Da hinten liegt was Bombiges rum. Ist aber nichts Bombiges. Ist nur raffiniertes Palladium. Und noch ein Datenpad. Kalusk, ich schicke Ihnen zwei Ihrer Watcher zurück, damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einem ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden Sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten. Wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Der gute Salamul, den wir ja schon ausgeschaltet haben. Ich war ihm etwas irritiert, als die Musik so plötzlich losging. Ich dachte, ich würde jetzt mitten beim Lesen eine Gegnerschar auf uns zukommen. Aber die kommt, glaube ich, erst gleich. Oder jetzt? Was? Spürt den Blutrausch. Was sind denn hier noch mehr?
da unten. Kopfschuss. Das war ein astreiner Kopfschuss. Ich würde jetzt gern mal... So. Und so. Und? Wo kommst du denn hier? Du warst doch tot. Jetzt bist du tot. Speichern können wir nicht. Irgendwo, da habe ich doch auch noch gesehen. Irgendwo da. Na komm schon. Komm ran, Kollege. So. Haben wir da unten immer noch nicht alle? Wenn man nicht speichern kann, ich habe es schon oft erwähnt, ist das eigentlich immer ein ganz gutes Indiz dafür. Ach, das ist Grunt. Dafür, dass irgendwo noch einer rumspringt. Und jetzt ist Grunt einfach mal hier runtergejumpt. Um hier alles und jedem dem Erdboden gleich zu machen, oder was? Grunt! Weißt du, erst rennt er runter, jetzt rennt er hoch. Ich nehme das Palladium mit und lese das Datenpad. Einige meiner Watcher sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Woher sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen sie Garm nach seinen Einsatzleuten. Übrigens, der Anführer des Bloodpack. Ich weiß nicht, ob wir schon gegen ihn gekämpft haben. Wir sind ihm, glaube ich, auf... Namen vergessen. Hier, wo... Ach, ich habe gerade alles vergessen. Fragen Sie Garm nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für den Mineneinsatz gut genug sind. Auf Omega getroffen. So, danke. Meine Güte. Gedächtnis. Für den Arsch. Medikit. Gegner. Ach, da ist ja der Grundi. Stirb. Da ist auch Kazumi. Den Raketenschützen wollte ich da oben so schnell wie möglich loswerden. Alles cool bei euch. Du brauchst nicht auf Tauchstation, weil alle... Geht nicht, ja. Mich verletzt niemand. Das ist hier ein bisschen scheiße manchmal mit dem Einfrieren, wenn die Gegner weiter weg sind und sie umfallen. Hat man oft keine Möglichkeit mehr, sie noch anständig zu treffen. Das ist ein bisschen ungünstig, aber trotzdem finde ich die Kryomuni ziemlich nice. Können wir nichts machen? Hier ist ein Terminal, ich will was machen. Einkaufszettel. Butter, Salami, Käse, Teewurst, Leberwurst, Chips, Schokolade. Ja, bring ihn mit, kein Thema. Da ist eine Tür. Bestimmt der Supermarkt hinter. Oh, da war Muni. Bin einfach nur mal hier hingelatscht, um zu gucken, was sie ist. Jetzt sind wir wieder bei 311. Plus 20 bei 331 Schuss. Cool. Speichern können wir. Und in die Basis. Oder, nein, eigentlich sind wir ja irgendwie schon in der Basis. Das ist ja nur ein Höhlensystem. Bitte Deckung. Ich stehe hier ziemlich uncool. Er stürmt auf uns zu. Ach, guck mal, Kalusk. Hallo. Hallo! Zum Glück ist er ein bisschen dämlich. Und ist auf mich zugestürmt. Also ist quasi genau in meine Deckung gerannt. Komm raus! Kazumi? Oh! Raketenschütze und die volle Breitseite abbekommen. Mann, Mann, Mann.
Aber wir können speichern und haben Kalusk umgehauen und ich glaube, das war's. Vielleicht baller ich nochmal auf die Eindämmungszellen, sodass wir hier die Energiezelle eben zerstören. Was ja unser primäres Ziel ist. Da hinten ist aber noch Palladium. So. So kriege ich dich ab. Oh, hier, da ist noch so ein Ding. Wir müssen hier weg. Müssen wir das? Wo geht's denn lang? Evakuieren. Ich glaube, wir gehen denselben Weg wieder zurück, wie wir hergekommen sind. Was übrigens nicht dieser Weg war. Komme ich hier noch weiter? Danke. Wir müssen hier raus. Schnell. Kann ich nicht einfach F drücken? Ach gut, das war schon. Ich habe wunders gedacht, wo wir hinlaufen müssen. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, Shepard, das könnte sich noch als nützlich erweisen. Waffenherstellungsanlage des Blood Pack ausgeschaltet. Watcher-Soldaten des Blood Pack dezimiert. Erfahrung brauchen wir nicht. Muni für schwere Waffen. Genau das war das, was wir hier gekriegt haben. Das habe ich aber nicht gefunden. Das muss einfach so Questbelohnung sein, vermute ich. Müssen wir gleich mal gucken und erforschen. Credits, 7.500, okay, und 2.000 Palladium. Das war der letzte Teil dieser mehrstufigen Nebenquest. Es gibt jetzt noch eine, die besteht allerdings wie die erste, die wir gemacht haben, aus 3 Teilen. Insgesamt haben wir jetzt noch 1, 2, 3, ja, die dreiteilige und eine einzelne Nebenquest noch vor uns. Also 4 Quests noch, dann haben wir das auch geschafft. Nachrichten? Kelly? Offenbar nicht. Also gehen wir ins Tech Lab. Forschungstunnel untersuchen. Prototypen betrachten. Munition für schwere Waffen 6 von 6. 10.000 Iridium, das haben wir gerade so. So. Plus 90% Munitionskapazität für schwere Waffen. Coole Sache das. So, wir haben jetzt alles auf Minimumstufe 5, glaube ich. Ne, das schwere Hautgewebe. Da fehlt uns auch noch eins. Da, so viel sei schon mal verraten, da finden wir noch eins. Also uns fehlt einmal schweres Hautgewebe und uns fehlt einmal Schrotflintenschaden. Und uns fehlt Medigel und uns fehlt Maschinenpistolenschaden und uns fehlt ganz viel. Geth-Schildstärke, glaube ich, kriegen wir noch. Gut, es kommen ja auch noch ein paar Missionen. Ist ja nicht so, dass hier Feierabend wäre. Wenn wir die Nebenmissionen fertig haben, dann geht's ja eigentlich jetzt richtig los. Wie kann ich Ihnen helfen? Hast du noch irgendwas zu sagen? Haben Sie mal eine Minute Zeit. Komme kaum zum Arbeiten zwischen Ihren Unterbrechungen und Edis Beharren darauf, dass wahnwitzige Experimente die ganze Crew gefährden. Konzentration schwer möglich. Moral leidet. Noch etwas? Nö. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich müsste eigentlich offscreen mal alles abklappern und zu gucken, wo uns noch was fehlt, aber da hab, also, wo, oder wo wir noch was kaufen können. Da habe ich aber schlicht nicht die Zeit für. Wenn ihr noch wisst, nur wenn ihr ganz sicher wisst, wo uns noch was fehlt oder wo wir noch was kaufen können, wenn ihr aufgepasst habt, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, ich lese das rechtzeitig, bevor wir quasi zum Point of No Return übergehen, wo wir dann nicht mehr zurück können. Müssen wir mal gucken. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wir kommen ja so super durch. Ich hätte halt nur gern alles. Ist jetzt aber kein primäres Ziel. Primäres Ziel ist, dieses Spiel zu schaffen und euch gut zu unterhalten. Naja, ich stelle jetzt einfach mal in den Raum, dass das ganz gut klappt. Was können wir noch machen? Ich glaube, wir können gar nichts mehr machen. Und ich denke, wir beenden auch hier wieder die Folge. Widmen uns beim nächsten Mal der... Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken... ja, wir kümmern uns beim nächsten Mal dann um die zweite mehrstufige Nebenquest. Und dazu geht's in den Rosettennebel. So viel sei schon mal verraten. Und ja, bisher sage ich danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und ciao ciao bis zur nächsten Folge, die hoffentlich wieder ein bisschen länger wird.